So, ich glaube, das dürfte es im Großen und Ganzen sein. Hier hinten noch ein bisschen was. Irgendwas Unsichtbares war ja noch. Also manchmal sehen die das und manchmal irgendwie nicht. Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz tolle Situation. Vielleicht kann ich... Nein. So, schnell dahin und schnell das sammeln. Ja, es geht nicht. Es ist traurig. So, aber die Full-Mana-Potion kriege ich ja wohl mit. So. Okay, hier wäre eine zweite Struktur mit einem Buch und Creature of Flame. Das könnte genau das sein, was wir brauchen, wenn wir weiterlaufen könnten. Muss natürlich sehr viel den Teleport hier einsetzen. Leider. Den sollte ich mir vielleicht mal auf eine andere Taste legen oder so. Damit ich den einfach schneller im Zugriff habe. Wir gehen einfach hier rum, weil, wenn wir andersrum gehen, ich das Problem habe, dass irgendwelche Viecher im Weg stehen. So. Der Schlammmann hier traut sich irgendwie nicht so richtig. Oh, muss er auch nicht. Der ist nicht besonders kräftig. Ah, hier vorne haben wir Fallen. Den können wir eigentlich gleich mal entschärfen. Und offensichtlich auch noch mehr. Aber ein paar Skelette von uns haben sich geschickterweise auf der anderen Seite positioniert. Also eindeutig taktisches Vorgehen hier. Das ist sehr gut. Ist wie so ein Special-Einsatzkommando auf Magieebene. Von zwei Seiten angreifen. Mehrere Eintrittspunkte suchen. Und taktisch attackieren. Okay, hier haben wir ein Buch. Hier haben wir eine Bücherei. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, yep, dann ist da drin jemand. Chai Benezes Charlatan, also ein Charlatan. Und wir möchten natürlich nicht sterben. Also pflastern wir das ganze Ding einfach zu. Und dann soll er sich damit verlustieren. Der giftet nämlich, der Kollege. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Skelette. Die holen wir uns hier draußen. Bereiten das mal vor. Und dann gehen wir frisch und mit voller Energie wieder rein und machen ihn mal fertig. Ich hoffe, er ist schon halb down. So, das heißt, oh Gott, der giftet ja wie Sau. Alles voll hier. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was reinpacken können, ja. Muss man aber nur geschickt vorgehen, aber der hält nicht viel aus. Extra strong ist er zwar, aber jetzt ist er auch extra dead. Okay. Das hat ja ganz gut geklappt. Scheint so eine Art Lehrmeister oder Schüler gewesen zu sein. Eins von beiden, vermutlich eher ein Schüler, der die Lehren Horizons studieren wollte. So reime ich mir das dann zusammen. So, wir werden mal gucken, was er für schöne Bücher hinterlassen hat. Und gegebenenfalls diese einsammeln. Telekinesis zum Beispiel können wir ja nicht mehr lernen. Na, ich schau mal, was so rumliegt. Oh, okay. Wenn wir die Seele an den Stein binden, dann bekommt der Stein Leben. Und das bezieht sich wohl auf einen Golem. Das kennen wir ja schon. Da wissen wir ja, wie das geht. Ich vermute mal, dass wir einen Spruchbonus bekommen haben auf den Golem. Da müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt mit dem auf Spell Level 6. Ich weiß natürlich nicht, auf welchem wir vorher waren. Ich habe das jetzt nicht als anderes Buch wahrgenommen, sondern ich dachte, das wäre ein ganz normales Buch. Ja, schauen wir mal, was es noch so für Bücher gibt. Und was wir hier in diesem Buch dann lesen. So, nur ein paar traurige Frozen Orb Bücher. Also nichts Besonderes. Und jetzt schauen wir mal hier rauf. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube fast, dass wir hier noch auf irgendwas anderes stoßen. Denn hier ist ja auch so eine verlockende Tür. Wir gucken mal. Creature of Flame, also die Kreatur des Feuers. The Creature of Flame by Horizon. Should be interesting reading. Ja, die Kreatur des Feuers von Horizon sollte ein interessanter Lesestoff sein, sagt er. Die ist Cold Enchanted, interessanterweise, und nimmt wahrscheinlich sogar Schaden durch Guardians. Nein. Okay, wie auch immer. Ah, wir haben nicht genug Mana. Wir sollten uns irgendwie mal darum kümmern, das Vieh zu killen. Ist die Frage, ob wir... Ja, okay. Die ist Cold Enchanted. Vielleicht können wir ja... Also mit Feuer können wir wahrscheinlich nicht viel reißen. Vermute ich jetzt mal. Na, sie nimmt ein bisschen Schaden davon. Unser Golem ist gerade down gegangen. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Skelette. Und werden uns hier draußen aufbauen. Die ist offensichtlich eh zu blöd, um zu folgen, diese Kreatur des Feuers. Also insofern... Mit nicht so intelligenten Gegnern kann ich sehr gut umgehen.
Man muss den Gegnern immer auf einer Stufe begegnen. So. Ist das Ding umgekippt oder ist es einfach nur... es hüpft mit einem kleinen Feuerball. Ist ja niedlich. So, dann wollen wir mal. Wir werfen das voll mit solchen Eisdingern. Das ist Cold Enchanted, also das ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz sinnvoll. Wir nehmen mal den Blitz, den einzelnen Blitz. Das ist ein sehr zäher Gegner, der aber gar nicht so extrem viel austeilt. Wenn wir denn mal durchkämen, würden wir das besser sehen. Das hilft gar nicht, würde ich behaupten. Und, ja, aber wir haben ja ein bisschen Luft sozusagen. Wir versuchen es mal mit Mind Maze. Endlich mal einer, bei dem man so ein bisschen taktisch testen kann, was am besten wirkt. Das wirkt jedenfalls auch nicht. Okay, dann würde ich doch sagen, unsere Skelette bauen sich ab. Das ist aber nicht schlimm, weil das Ding sehr langsam irgendwas killt. Aber keine Probleme mit. Noch nicht, weil es jetzt um die Ecke kommt. Und noch haben wir auch noch Leben, aber... Wir gucken mal, wir nehmen mal... Nova bringt uns nichts. Ich glaube, Eis ist tatsächlich unsere beste Waffe. So, dann gehen wir das mal mit Eis an. Was steht das denn jetzt rum? Ja, das ist ein sehr desinteressierter Gegner, würde ich sagen. Also, wenn man sieht, dann ist das genau die Animation eines Dorfbewohners. Das ist exakt der oder die Warteanimation von dem Otgen, also von dem Tavernenbesitzer. So. Ja, wir machen das mit Eis. Das ist die beste Variante, glaube ich. Und physischer Schaden durch meine Monster, der hilft halt auch. So, dass eine Feuerkreatur natürlich Kälte verzaubert ist, das macht ja unglaublich viel Sinn. Nicht. Aber egal. So, jetzt sind alle... Kalt, vielleicht war es ja kaltes Feuer. Möglich ist das, ne? Die kalte Fusion. Horizon war in Wirklichkeit einfach ein Wissenschaftler, der an der kalten Fusion geforscht hat. Das wäre ja zumindest denkbar. Okay, also das war sozusagen so eine kleine Experimentierkammer von ihm, in der er so eine Kreatur erschaffen hat. Und wir haben diese jetzt zerstört. Also ich würde sagen, Horizon hat das eigentlich ganz gut gemacht. Die Kreaturen sind ausreichend stark. Okay. Und damit wäre das in dieser Ecke. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt sozusagen schon alles entblockiert hat. Wie auch immer, wir werden jetzt zurückgehen in die Stadt. Ich habe ein Portal hinten aufgemacht, aber wir sind zu faul und gönnen uns den Luxus, hier noch eins aufzumachen. Dann identifizieren wir mal eben. Haben wir was zu identifizieren? Ja, zumindest hier dieses Grüne und dann werde ich danach wieder runtergehen. So, wir haben zwei Sachen und zwar einmal ein sehr cool aussehendes Schwert. Ich finde, man muss auch mal die Optik würdigen der ganzen Gegenstände. Also es ist wirklich hübsch gezeichnet und... Das Schwert hier ist Isenhards Lightbrand. Das Isenhard Z kenne ich noch aus Diablo 2 sehr gut. Da ist es mir irgendwie besser im Gedächtnis geblieben, weil ich hier natürlich auch immer einen Zauberer gespielt habe. Auf jeden Fall 12 Punkte zum Schaden, eine um 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und dann eben Normal Attack Speed. Okay, 17 bis 27 Schaden, das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir hier noch diesen Shadow Circlet, diesen Helm. Ein bisschen Feuerresistenz, das hört sich ganz gut an. Ein bisschen Lightning-Resistenz, also gegen Blitze, das ist sicherlich auch ganz sinnvoll wegen dieser Fallen. 14% Chance, Magic Items zu finden. Ein bisschen Dexterity, also Ausdauer und ein bisschen Hitpoints und weniger Schaden von den Gegnern. 20 Armor Class. Das ist auf jeden Fall schlechter. Gut, ich würde sagen, ich lagere ein und dann gehen wir wieder runter.